Good morning, this is Winnedex, we don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dame, c'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt. Er tritt auch das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung mit Füßen. Er stellt illegale Dokumente per Boten zu, anstatt seine Briefe in die Post zu geben. Man kann das auch, wenn es ganz schnell gehen muss, für 35 Euro per Kurier machen. Macht er auch nicht. Er greift lieber in den Freiraum, den der Gesetzgeber den Menschen einräumt, illegal ein und terrorisiert seine Mitmenschen. Das ist kein guter Mensch. So, er macht das auch nicht alleine, der hat Mitarbeiterinnen, die ihm dabei helfen. So, Thema ist Vorsorgevollmacht. Ich werde, wie gesagt, von diesem schlechten Menschen verklagt. Muss mich informieren. Der Gütetermin rückt näher, daher drücke ich ein bisschen aufs Tempo. Ich wollte mich auch noch dem Themenbereich Betreuungsverfügung widmen. Ich lese im 10-Euro-Buchheft der Verbraucherzentrale NRW Patientenverfügung. Was mir jetzt schon gefällt, ist, dass ich habe eben mal durchgeblättert, das Thema In-Sicht-Geschäfte relativ kurz nur zur Sprache kommt. Es wird auch wieder falsch geschrieben. Wenn das drankommt, sage ich was dazu. Ich werde es wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich es vorlese. Wenn solche Klauseln in Vollmachten reingeschrieben werden, ist und dieses In-Sicht-Geschäfte falsch geschrieben wird, ist die Klausel auf jeden Fall unwirksam, weil es sich um groben Rechtschreibfehler handelt, der auch noch absichtlich begangen wurde. Es kann auch sein, dass die ganze Vollmacht unwirksam wird, und wenn das Ganze mit krimineller Energie verfasst worden ist, würde ich als Strafrichter oder Sozialrichter oder Amtsrichter, wo das gerade landet, solche Leute auch ins Gefängnis schicken. Vor allem die solche Verträge aufsetzen. An der Stelle hätte ich auch keinen Skrupel, auf Notare einzudreschen. Deshalb Jungen und Mädchen aus Höchstadt, lasst die Finger von Vollmachten. Thema ist Vorsorgevollmacht. Es gibt eine Einführung, die befindet sich auf der Seite 47 und 48. Danach geht es weiter mit dem Kapitel der Bevollmächtigte. Das hat diverse Unterkapitel. Das nächste Kapitel ist formelle Anforderungen an die Vollmacht, Bestätigung der Vollmacht durch Dritte, Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht. Da werden auch wieder Gesetzestexte genannt. Die habe ich teilweise schon vorgelesen, vielleicht auch alle. Stefanie aus Würselen kommt wieder zu Wort. Dann gibt es das Kapitel Inhalt der Vereinbarung mit den Bevollmächtigten. Formelle Anforderungen an die Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten, Aufbewahrung und Hinterlegung, Widerruf von Vollmacht und Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten. Es gibt wieder eine Checkliste. Die scheint mir noch ein bisschen anders zu sein. Und ja, so vom ersten Anschein nach gefällt mir das sehr gut. Es sind auch, stehen auch andere Dinge drin als in diesem Vorsorgehandbuch.
Da hat mir das, der Teil Patientenverfügung deutlich besser gefallen als hier. Von der Anmutung her würde ich eher hier zugreifen, wenn es um das Thema Vorsorgevollmacht geht. Kann ich aber noch nichts zu sagen, ich habe den Text noch nicht gelesen. So. Ich habe hier ein Geschwür, das ist wahrscheinlich stressinduziert. Vorsorgevollmacht. Viele Menschen glauben, dass automatisch Ehepartner, Eltern oder Kinder an ihrer Stelle entscheiden dürfen, wenn sie ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Das ist jedoch nicht der Fall. Dritte benötigen eine Vollmacht, damit sie zum Handeln befugt sind. Andernfalls muss eine Betreuung durch das Gericht angeordnet werden. Mit einer Vollmacht können Sie eine gerichtliche Betreuung in den meisten Fällen überflüssig machen. Möglich macht dies auch für viele Bereiche zur Vertretung in nochmal. Mit einer Vollmacht können Sie eine gerichtliche Betreuung in den meisten Fällen überflüssig machen. Möglich macht dies auch für viele Bereiche zur Vertretung in Gesundheitsfragen. Aha. Möglich macht dies auch für viele Bereiche zur Vertretung in Gesundheitsfragen das heute gültige Betreuungsrecht und die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung seit 2019. Aha. Mit möglich macht dies ist Betreuung gemeint. Ist relativ schwierig zu verstehen, der Absatz, finde ich. Aus dem Satz davor. Mal gerade noch einen Schluck Wasser trinken. Sind einzelne Bereiche gar nicht oder nicht auf die Situation passend durch die Vollmacht erfasst, kann es sein, dass doch eine Betreuung eingerichtet werden muss. Okay. Für diesen Fall sollten Sie eine entsprechende Formulierung in Ihre Vollmacht aufnehmen, mit der Sie klarstellen, dass Sie daran gedacht haben und eine Person Ihres Vertrauens wünschen. Okay. Also für bestimmte Bereiche muss man explizit in Vollmachten reinschreiben, dass der Bevollmächtigte einen auch da betreuen und vertreten soll. Dadurch wird das Ganze wahrscheinlich dann nicht nur zur normalen Vollmacht, sondern zur Vorsorgevollmacht. Aus dem Buch habe ich gelernt, dass es auch sowas wie Bankenvollmachten gibt und viele Banken auf Formulare, die aus dem eigenen Haus stammen, bestehen. Die werden da wahrscheinlich von angestellten Juristen oder beauftragten Juristen ausgearbeitet. Der Unterschied zwischen einer normalen Vollmacht und einer Vorsorgevollmacht besteht eigentlich nur darin, dass die Vorsorgevollmacht nicht sofort nach der Unterschrift verwendet werden soll, sondern erst, wenn von Ihnen festgelegte Umstände eingetreten sind. Okay, jetzt erfahre ich endlich, was der Unterschied ist. Das unterstreiche ich mal. Ich habe nicht gedacht, dass der Unterschied woanders ist. So. Der gefällt mir jetzt schon besser als das andere.
So, das ist, wie gesagt, die Definition von Vorsorgevollmacht. Habe ich unterstrichen und da dran geschrieben. Ja, Bleistift. Ja, das geht noch. So. Wir empfehlen Ihnen, eine Vorsorgevollmacht auszustellen, die nach außen gegenüber Dritten sofort gültig ist. Der Zeitpunkt oder die Umstände, ab wann die Vollmacht verwendet werden darf, sollten lediglich im sogenannten Innenverhältnis zwischen Ihnen und dem Bevollmächtigten festgelegt sein. Das heißt, Sie setzen zwei Schriftstücke auf. Vielleicht stand das auch schon in dem anderen Buch so drin. Auf jeden Fall nicht so, dass ich es mir gemerkt hätte. Das heißt, Sie setzen zwei Schriftstücke auf. Der Bevollmächtigte erhält eine Vollmacht, in der ohne Einschränkungen die Aufgabenbereiche, in denen er tätig werden soll, benannt sind. Nur so ist sichergestellt, dass er seinen Aufgaben tatsächlich nachkommen kann. Wenn die Vollmacht Einschränkungen der Gültigkeit enthält, ist es in der Praxis schwer nachzuweisen, dass diese Bedingungen zum Zeitpunkt der Nutzung auch tatsächlich gelten. Der Bevollmächtigte wäre dadurch gezwungen, ständig aktuelle Beweise, zum Beispiel einen ärztlichen Attest, zu beschaffen. Das steht im anderen Buch genauso drin. In einem separaten Schriftstück, quasi einem Vertrag zwischen Ihnen und dem Bevollmächtigten, können Sie im Innenverhältnis festlegen, unter welchen Bedingungen der Bevollmächtigte tätig werden darf. Außerdem können darin detaillierte Anweisungen enthalten sein, was wie zu erledigen ist. Auf diese Weise können Sie den Bevollmächtigten verpflichten, die Vollmacht nicht vorzeitig zu verwenden. Wenn er sich darüber hinwegsetzt, ist er Ihnen gegenüber haftbar. Außerdem können darin detaillierte Anweisungen enthalten sein, was wie zu erledigen ist. Auf diese Weise können Sie den Bevollmächtigten verpflichten, die Vollmacht nicht vorzeitig zu verwenden. Wenn er sich darüber hinwegsetzt, ist er Ihnen gegenüber haftbar. So. Eine Möglichkeit, um den Bevollmächtigten daran zu... Ich war gerade mit Gedanken auf der Intensivstation im Solinger Krankenhaus, war keine schöne Situation. Eine Möglichkeit, um den Bevollmächtigten daran zu hindern, seine Vollmacht vorzeitig zu nutzen, ist, die Vollmacht einer dritten Person, zum Beispiel einem Notar oder Pfarrer, zu geben und mit dieser zu vereinbaren, unter welchen Umständen das Original an den Bevollmächtigten ausgehändigt werden soll. Dieses Verfahren bietet zwar eine gewisse Sicherheit, kann aber unter Umständen dazu führen, dass der Bevollmächtigte erst verspätet handeln kann. Denken Sie immer daran, dass Sie den Bevollmächtigten in Situationen, in denen Sie selbst nicht handlungsfähig sind, voll vertrauen wollen. Dann sollte auch in besseren Zeiten das Vertrauen bestehen, dass der Bevollmächtigte seine Vollmacht nicht frühzeitig oder missbräuchlich verwendet. So, das war's. Ich lese nochmal gerade.
den letzten Absatz vor. Denken Sie immer daran, dass Sie den Bevollmächtigten in Situationen, in denen Sie selbst nicht handlungsfähig sind, voll vertrauen wollen. Dann sollte auch in besseren Zeiten das Vertrauen bestehen, dass der Bevollmächtigte seine Vollmacht nicht frühzeitig oder missbräuchlich verwendet.